Guten Morgen, guten Mittag und guten Abend. Heute zum Thema Lippen hat sich die Anna bereit erklärt, quasi mit uns darüber zu sprechen und auch eine Behandlung vor der Kamera zu machen. Wenn ich deine Lippen anschaue, Anna, schauen die eigentlich ziemlich perfekt aus. Was hättest du gerne? Hätte gern wieder voller und die Mundwinkel wieder etwas nach oben gerichtet und auch die untere Lippe ein bisschen voller, dass die Proportionen stimmen. Sie ist sicherlich eine Patientin, wo wir mit sehr wenig sehr viel erreichen können. Wäre jetzt auch nicht die Patientin oder Frau, die ich jetzt auf der Straße sehe und mir denke, oh, das wäre super, wenn sie die Lippen macht. Wichtig ist, wenn jemand schöne Lippen hat, dass man die Lippenform beibehält. Was kann ich oder soll ich überhaupt machen? Das Verhältnis zwischen Unterlippe zu Oberlippe soll 1 zu 1,6 sein. Das heißt, die Unterlippe sollte immer ein bisschen größer sein als die Oberlippe. Wenn wir so einen typischen Schnabel sehen oder so eine Lippe, die uns gar nicht gefällt, ist es meistens so, könnt ihr schauen, dass die Oberlippe meistens größer ist als die Unterlippe oder gleich groß. Gleich große Lippen, Ober-Unterlippe, ist zum Beispiel bei Schwarzafrikanern das Thema. Also verschiedene ethnische Gruppen haben verschiedene Schönheitsideale oder Ideale. Bei mitteleuropäischen Frauen, Kaukasier sagt man auch, ist eben wie gesagt die Lippe oben 1 und unten zu 1,6. Wenn wir uns die anderen anschauen, hat sie eigentlich eine relativ schöne Proportion. Vielleicht könnte man unten ein bisschen mehr machen und das vor allem in Richtung der Seiten. Wir sehen quasi, dass eigentlich zentral die Lippe total schön ist, aber der untere Mund fast ein bisschen schmäler erscheint als der obere. Und das passt nicht hundertprozentig zusammen. Das heißt, wir müssen quasi die Lippe vor allem nach außen ein bisschen ziehen. Der Grund, dass hier weniger ist, führt auch dazu, dass ihre Mundwinkel leicht hängen. Das heißt, die Lippe hat hier ein bisschen weniger einen Support oder Unterstützung an der Seite und dadurch hängt die Lippe auch ganz leicht nach unten. An der Oberlippe müssen wir wirklich vorsichtig vorgehen, dass wir nicht zu viel machen. Wir werden der gesamten Lippe ein bisschen mehr Volumen geben. Also bei der Lippe können wir drei Dinge machen. Wir können mit der Kanülentechnik von außen, die ich dann zeigen werde, Volumen geben, das heißt der ganzen Lippe Volumen geben. Wir können mit einer Nadeltechnik außen Kontur und auch Mundwinkel bearbeiten. Und das dritte, was ganz neu ist, das nennt sich Perk, dass wir der Lippe eine schöne Feuchtigkeit geben. Oft sind Lippen groß oder sind irgendwie ein bisschen rau oder rissig. Der Perk ist eine sogenannte Hybridkosmetik, das heißt, man hat so einen Stift und tragt mechanisch zuerst ein bisschen Hautschuppen ab und schleust dann Flüssigkeit in die Lippe ein. Und warum Hybridkosmetik? Weil sowohl die Kosmetikerin oder der Arzt und die Patientin hybrid zusammenarbeiten. Das heißt, nachdem diese Behandlung ist, kriegt man diesen Stift mit nach Hause und kann quasi ein ganzes Monat lang diesen frischen Kick einfach weiter fortführen. Lippenperk ist das Ganze. Und jetzt ist genug geredet, jetzt gehen wir an die Behandlung. Den Mund ganz leicht aufmachen, ein bisschen weiter aufmachen. Im Mundwinkel kommt jetzt ein kleiner Stich, der ist kurz unangenehm. So, jetzt haben wir mit der Nadel eine kleine Öffnung gemacht und gehen jetzt mit dieser Kanüle durch diese Öffnung zuerst mal in die Unterlippe. Der Vorteil dieser Kanülen ist, dass ich so gut wie keine blauen Flecken erzeuge. Der Nachteil ist, es fühlt sich irgendwie komisch an, gell? So ein Herumgeruckel unter Anführungszeichen. In dem Filler ist eine lokale Betäubung drinnen. Das heißt, sobald ich quasi dieses Produkt reinspritze, spürt man das gar nicht mehr. Die Lippe wird dann also ganz ein bisschen taub. Das ist auch wichtig, dem Patienten dann während der Behandlung oder nach der Behandlung ein bisschen zu zeigen, wie es ausschaut, weil man oft irgendwie das Gefühl bekommt, dass eigentlich schon das Ganze zu viel ist. Man kennt das vom Zahnarzt, wenn der ganze Mund taub wird eigentlich. Das war ein Teil, den wir jetzt unten gemacht haben. Und durch dieselbe Öffnung kann ich jetzt auch in die Oberlippe reinwandern. Das, was ich mit der Kanüle gemacht habe, ist, ich bin mit dieser stumpfen Kanüle in der Lippe herumgerudert. Das empfinden die Patienten immer ein bisschen ein komisches Gefühl, gell? Weil es so herumruckelt, auch etwas unangenehm ist. Sobald aber das Produkt in die Lippe kommt, wird es dann taub. Ich nehme an, die linke Seite ist schon ein bisschen taub, gell? Fühlt sich anders an. So, und wir widmen uns der zweiten Seite, Mund leicht öffnen. Mit dem Nadelstich öffnen wir die Haut quasi, dass wir mit dieser stumpfen Kanüle dann weiter in die Lippe reingehen können und starten wieder unten. So, nächster Schritt. Wir haben mit der Kanüle jetzt dem Mund ein bisschen Volumen gegeben. Vielleicht sieht man auch schon, dass unten der Mund ein bisschen breiter geworden ist. Das andere, was wir noch machen, ist, was sie sich gewünscht hat, ist, dass sich der Mundwinkel etwas hebt. Und da haben wir quasi jetzt eine Nadeltechnik, ist auch eine andere Hyaluronsäure, die ein bisschen dünnflüssiger ist. Und jetzt werden wir quasi den seitlichen Verlauf der Lippe im Lippenrot
mit der Nadel noch ein bisschen auffüllen. Das ist auch der Teil, der zusätzlich den Mundwinkel hebt. Das ist wahrscheinlich ein spannendes Video auch für Ärzte, weil ich hier meine ganzen Tipps und Tricks verrate, wie man den Mundwinkel hebt. Und gerade wenn die Anna jetzt lacht, sieht man das einfach, dass der Mund an sich größer geworden ist. Das heißt, wir haben die Unterlippe, die eigentlich sehr schön groß war, schon ein bisschen zur Seite weitergeführt und haben aber dieses Verhältnis 1 zu 1,6 eigentlich sehr gut beibehalten. Wenn wir von der Seite schauen, ist wichtig, dass in diesem Übergang Kinn-Nase die Lippen niemals diese Linie berühren. Bitte. So, Überraschung, Überraschung. Schau dir die Lippen mal an. Wieder viel besser. Ja? Ich glaube, gar nicht so viel passiert, weil das ist das, was sich viele fragen werden, eigentlich, warum haben wir überhaupt was gemacht, aber der Mund erscheint größer. Mit wenig Aufwand, viel Effekt. Super. Ja. Danke. Gerne, gerne.